Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist ein großartiger Schauspieler. Gerade zu Anfang der Woche vor einem riesen Publikum Erfolg gehabt. Der Mörder von Amrum bei unseren Kollegen im ZDF. Und zum Beispiel, wenn Sie ihn noch nicht in einer grandiosen Aufführung auf der Bühne gesehen haben, als dieser böse Stasi-Minister in dem Oscar-gekrönten Film Das Leben der Anderen. Herzlich willkommen, Thomas Thieme! Herzlich willkommen. Danke. Bitteschön. Ich kann jetzt endlich mal einen Satz sagen, den ich sonst immer nur höre. Im Fernsehen wirken Sie gar nicht so groß. Ja, ich war jetzt überrascht, als Sie auch schon vorher, als wir uns... Nehmen wir die Brille ab, vielleicht ist das dann... Ja, aber auch, dass die Brille sich auf die Größe auswirkt. Ja, drückt. Ja, das kann vorkommen. Sie haben gestern Abend noch Theater gespielt? Oder nicht? Nee. Ich dachte, Othello in Hamburg? Vorgestern. Vorgestern, ja. Wie war die Vorstellung? Gut. Ausverkauft? Nein. Großer Beifall? Ja. Das Stück ist ja schon seit, ich glaube, 2002 im Repertoire, ja? Richtig. So. Aus München. Aus München, da war die Premiere in den Kammerspielen. Wenn ein Stück so lange liegt, wie schwierig ist es sich dann, den ganzen Text immer wieder hochzuholen? Ernste Frage? Ja, natürlich. Ja. Nicht schwierig, weil man ihn ja gelernt hat. Und dann muss man ihn wieder auffrischen. Ja. Zwei Stündchen. Das reicht. Bei mir noch schon, ja. Aber ich meine, Sie haben jetzt zum Beispiel, wenn man an diesem Molière-Projekt denkt, ja, oder Schlachten, das waren ja riesengroße Textriemen. Ja. Ja? Ist da eine Angst da, dass dieser Text irgendwie wegbleiben könnte oder dass man nur noch Passagen drauf hat? Oder gibt es Hilfsmittel, sich so einen Text zu sichern? Ja, na gut, die Angst ist immer da. Also die hat man auch mit 30, da muss man nicht älter sein. Hilfsmittel im Falle Molière, ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Nein. Da hatte ich, das waren ja 5 Stunden, ja. Da hatte ich einen Teleprompter. Aha, für den Zuschauer sichtbar? Da. Ja. Nee, da war der. Jetzt gibt es einen, der ist da, habe ich gesehen, im Thalia Theater. Ja. Da. Aber meiner war da. Und Sie spielen im Thalia Theater mit Teleprompter? Nee, das ist ja Othello, das sind ja nur 2 Stunden, das spiele ich frei. Ja. Absolut ohne Netz und doppelten Boden. Aber diesen riesen Molière, 5 Stunden, ja. Teleprompter. Und da wirft man ab und zu mal so einen Blick drauf oder hält man sich... Im Wesentlichen das, weil man muss es schon können. Ja. Also es geht ja nicht, dass ich jetzt verbreite, man muss das gar nicht mehr lernen. Ja. Man guckt dann einfach nur, das geht nicht. Also man muss es schon mal sich vorher anschauen. Haben Sie Spaß am Theaterspielen? Hin und wieder. Ist der Spaß weniger geworden? Ja, alles ist differenzierter geworden im Alter, das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Es wird alles... Natürlich, ja, das ist doch wahr. Ja, das ist doch wahr. Ich meinte im zunehmenden Alter. Also ja, ja, auch im Alter, mit 40 schwerer als mit 30. Also man muss nicht erst so alt werden. Naja, man betrachtet die Dinge natürlich kritischer, skeptischer, genauer, differenzierter. Wo früher so eine Werf war, so eine Leidenschaft, kommt jetzt natürlich hin und wieder auch die Reflexion. Ja. Mhm. Und da ist schon das eine oder andere manchmal nicht mehr so schön leicht, wie es zu Anfang und war. Und wenn Sie Regie führen, macht das mehr Spaß sozusagen mit jungen, wenn man sagt, man hat junge Schauspieler und sagt, Leseprobe, wir nähern uns mal dem Stück an, zieht euch mal aus. Ja, das sollte man im Grunde so handhaben. Haben Sie schon mal probiert? Ich habe das noch nicht so wirklich riskiert, aber ich werde das jetzt wahrscheinlich doch endlich mal machen, weil es klingt doch schön, wenn Sie das so sagen. So, ansonsten ist es Regie führen, wenn man sich nicht überhebt und nicht der Meinung ist, man wäre jetzt der Anführer, der alles weiß, ist Regie führen eigentlich auch ganz schön. Wie sieht bei Ihnen so eine erste Probe aus? Die Schauspieler sitzen am Tisch, Sie sind der Regisseur, man liest das Stück. Ja. Ja. Gibt es dann eine große Vorstellung, wie das Konzept aussieht? Ja, unterschiedlich. Ich habe zuletzt in Leipzig inszeniert, da gab es ein Stück, Wojciech, ein kleines Stück von Büchner. Ja.
Und das war mir aber irgendwie nicht genug. Ich wollte auf diese Leipziger Revolte da anspielen, 89. Ja. Und da habe ich sowas wie ein Triptychon versucht zu kreieren. Büchner Leipzig Revolte heißt das. Und da bin ich dann irgendwie kurz vorm Ziel doch erheblich in Schwierigkeiten geraten, weil ich hatte plötzlich so eine Masse Text und ich wusste nicht genau, wie ich den noch zum Leben erwecken sollte und habe dann einen sehr kurzen Abend gemacht, Stunde 20, glaube ich. Also einfach weggelassen? Ich habe weggelassen, ja. Was gestrichen ist, kann nicht durchfallen, das kennen Sie ja. Natürlich. Und ist es die Aufführung, in der Jimmy Hartwig den Wolzer gespielt hat? Die ist es. Ja. Der Fußballprofi, der früher Fußball beim HSV. Ja. Sehr guter Freund von mir. Wie war das mit Jimmy? Ja, großartig, toll. Toll. Das ist natürlich, das ist die Kritik, die ich so ein bisschen am Theater habe. Das sind natürlich alles, wie in jeder Branche, über so viele Jahre sind die Pfade betreten, teilweise ausgetreten. Wenn dann jemand wie Hartwig kommt, der den Pfad im Grunde zum ersten Mal betritt, dann geht er anders. Er guckt, wo tritt er hin. Ja. Er will nicht daneben treten. Während der den Pfad täglich geht, der latscht ihn da eben einfach ab. Ja. Und das Tolle am Hartwig ist, dass er so wunderbar zuhören kann. Das ist ja von Happel gewöhnt, hat er mir erzählt. Da musste er ja auch immer zuhören. Und hat auch gern zugehört. Der hat allerdings nicht so viel geredet wie ein Regisseur. Ja. Ja. Und das Tolle ist dann eben, wenn du plötzlich siehst, wie das, was du dir ausgedacht hast, wenn das plötzlich in einem anderen Menschen auftaucht. Und er macht das. Und es ist schön. Also. Sie haben ja auch einen großen Erfolg gehabt als Schauspieler. Sie haben Helmut Kohl gespielt. Ja. Ja? Und das für viele Zuschauer ist überraschend, Klaus-Theo Gärtner, den man als Matula kennt, war Heiner Geißler. Ja. Ja? Wurde denn nach der Oscar-Verleihung noch mal gefeiert mit dem ganzen Team? Leben des der anderen? Nee. Nichts, keine Einladung vom Regisseur noch mal für alle Beteiligten? Nee. Nee. Es war offenbar eine merkwürdig distanzierte Veranstaltung. Aha. Also es gab die Überreichung, da war aber nur der Sebastian Koch und der Olli Mühe, die waren dort und dann war nichts mehr. Jetzt kann man Sie hier, das ist ja das Ruhrgebiet, wird ja zurzeit rauf und runter gefeiert, im Frühjahr sehen. Da machen Sie was bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Richtig. Ja? Ja, das wissen Sie schon. Das habe ich gelesen, Robert Giscard, ja? Ach, bleibst du dabei? Oder ist es nicht? Oder darf man es gar nicht sagen? Nö, es ist noch nicht verhandelt, aber... Ach so! Ich gehe mal davon aus, dass ich es mache, ja. Aber an Ihnen soll es nicht scheitern? Nee, an mir soll es nicht. Es ist noch nie was gescheitert an mir. Und im Tatort am 31. Januar mit Maria Furtwängler, ja? Wissen Sie auch nicht? Also der ist wahrscheinlich schon, über ein Jahr oder so abgedreht. Ja. 31. 31. Januar. Freue mich. Wann ist die nächste Theatervorstellung? Nächste Theatervorstellung ist, das weiß ich. Wo? Morgen Abend. In? Schaubühne Berlin. Tod eines Handlungsreisenden. Oh, tolles Stück. Willi Lohmann. Ja. Jawohl. Also, morgen Abend schon ausverkauft, Restkarten vielleicht noch an der Abendkasse, oder? Mit dem Ausverkauft ist es im Theater im Moment nicht so am BE. Am BE. Da sollte man auftreten. Oh, wenn das der große Klaus hört. Der Klaus. Der weint ja durch heute Nacht. Der Klaus macht das großartig. Tine hat gesagt, am BE sollte man auftreten, da ist immer ausverkauft. Unbedingt, da ist die Hütte voll. Ah, großartig. Schön, da kann man ja gar nicht mehr aus der Sendung rausgehen. Morgen Abend in der Schaubühne in Berlin. Totes Handlungsreise, ja. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, Sie kennenzulernen. Und bei nächster Gelegenheit komme ich. Ich habe Sie noch nie auf der Bühne direkt gesehen, immer nur in Fernsehübertragungen aus dem Theater. Das ist schlecht, kommen Sie vorbei. Also ganz toll. Ja. Thomas Thieme, meine Damen und Herren. Applaus